Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Essensvideo hier bei Pete's Meat. Essensvideo, endlich mal wieder was zu essen. Ist kein Kochvideo, diesmal ist ein Essensvideo. Ja, Jay frisst sich immer die komischen, ekelhaften Sachen rein und haben wir gesagt, Alter, Donuts können ich mir. Ich finde Gurken gar nicht so ekelhaft. Ja, wir haben jetzt hier eine ganze Menge Donuts. 21, um genau zu sein. Die haben keinen Zucker und da ist nichts drin. Das ist einfach das nur. Belastend. Warte, ich aber Zucker kann den hier essen. Oder? Ich werde es mal kurz präsentieren. Ist einfach Teig. Ja, aber da kann auch nichts drin sein. Purer Teig. Ja, Peter, du hast ja hier Zucker, so? Das ist so viel. So, und kannst ja damit anfangen. Nee. Das ist das Sahnehäubchen für das Ende. Wenn ihr das geschafft habt, dann dürft ihr euch mit Berlinern, mit Berlinern belohnen. Christian und ich sagen, wir schaffen das. In 6 Minuten. Ja. Ist der Weltrekord? 6 in 3 Minuten. 6 Donuts in 3 Minuten klingt voll easy. Klingt echt voll easy. Ja, aber sind das auch diese großen Bollermänner? Also das sind schon große Donuts. Die große Donuts. Ich google mal. Oh, die riechen aber gut. Die riechen auch ich guck gerade. Also, noch habe ich auch voll Hunger. Es gibt schon einen Unterschied. Die sind gezuckert im Weltrekord. Aha. Aber von der Größe her könnten die passen. Hast du noch irgendwie so Aufschnitt oder so? Vielleicht möchten die Käse ja und Salami, Salami essen oder das sowas. Das ist mal. Der, also der hat den Weltrekord quasi bei sich zu Hause in der Küche gemacht? Okay. Ja, reicht doch. Kann, so ganz ja, aber ich glaube, das wäre halt denn jetzt? Du musst halt nur eine Uhr daneben stellen. Ja, ich habe ja auch. Wie viel habt ihr? 3 Minuten? Ja, Tossi, Wette geht. 3 Minuten für 6, aber wir können so viel essen, also wir versuchen so viele zu essen wie möglich, so wie du immer. Ja, ja. Und nebenbei ist halt auch viel Weltrekord. Ihr macht jetzt ja wohl den Weltrekord. Also nebenbei, einfach hauen wir den weg. Ja. Okay, aber der Trick ist nicht zu schlingen, weil das ist Teig, das stopft direkt. Du, also musst halt du darfst aber auch nicht zu langsam essen, weil sonst setzt irgendwann der Sättigungsgefühl. Ja, das stimmt. Das heißt, du musst eine gute Balance finden. 30 Sekunden pro Donut. 30 Sekunden für die 3 Minuten. Ey, mit einem Haps sind sie im Mund. Den ersten hau ich mal so schnell rein, wie es auf jeden Fall geht. Mal gucken, wer schneller ist. Peter in oder fünf. Christian? Ja, Moment, Peter braucht 2 Sekunden für ein Duplo. Ja, dann habe ich das noch nicht runtergeschluckt. Das ist einfach nur im Mund. Ja, das sagst du jetzt so. 3 Sekunden. 3 Sekunden. Wir können ja auch nachher machen, das wie viele Donuts passen. Das sind 20 Duplos Mund. Pro Minute. Das sind 100 Duplos in 5 Minuten. Sammy guckt immer so dämlich. Sammy ist. Lass mal das Licht in Ruhe, Sammy. Ja. Das ist der Katzenbaum, unser Licht. Gleich schädelt. Katze sagt. Okay, let's go hier. Okay. 3, 2, 1, go. Und los. So schnell wie geht. Peter hat gekleckert schon. Große Büsse nehmen ist ein großer Fehler. Stell dir vor, es ist Duplo. 30 Sekunden für einen. Ja, bislang seid ihr noch gut in der Zeit. Nicht reden, essen. Christian hat schon den halben in 15 Sekunden. Sekunden. Das ist gut. Der Mund ist noch voll. Ja, wie? Was denkst du denn? 20. Okay, der Weltrekord wird langsam schwieriger, weil ihr müsst halt am Anfang. Christian könnte noch schaffen, in 6 Sekunden ist der Rest weg. 5 Sekunden noch! 5 Sekunden noch! Und, jawohl! Und runtergeschluckt! Jawohl, 18 und 30 Sekunden für den nächsten. Jetzt den nächsten! Christian, die Zeit läuft schon wieder. Ich bin schon 5 Sekunden hinterher, Christian. Jetzt müsste schon ein Drittel davon weg sein. Das hält nicht. Muss er anlecken. Ey, wir können auch Butter einmal anlecken und dann rüber streuen. Ja, das ist halt die einzige Möglichkeit. Das ist gar keine dumme Idee. Aber guck mal, jetzt haben wir gleich die Minute rum. Also in 30 Sekunden so ein Teil reinzupfeifen, ist schon heftig. Ja, guck mal, 6 Donuts in 3 Minuten erschaffen. Aber Peter, du hast noch die Chance, immerhin 5 Donuts innerhalb dann von einer Minute 50 reinzuziehen. Ja, dann ist ich noch Eis hier gegönnt. Warum nicht 20 Kugeln? Alter. Weiß ich nicht, weil ich dachte mir. Vier okay, Peter hat seinen ersten gleich auf. Ja, mit Zweiter. Das ist der Zweite. Ach, das ist der Zweite also schon? Wie viel hatte Andi nochmal gesagt? Wie viel sollten wir besorgen? 6 Stück. 6 Stück reicht für die 12. 12. Ja, ja, 12 für beide, ja, ja. Mhm. Hey, Moment, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Hier ist gerade mein Zweiten, ja. Also. Peter hat Christian überholt. Aber Christian hat auch gezuckert. Wir können wenn vielleicht das dein erzählen. Zweiter ist. Wir sind auch auf Donuts gekommen, weil wir machen ja jedes Jahr, nach der Gamescom machen wir immer Urlaub in Holland. Und da kaufen wir jedes Mal den kompletten Bestand an Donuts leer in dem Laden, in dem wir sind. Die haben danach keine Donuts mehr, wenn wir da gewesen sind. Wir haben überhaupt keine Donuts. Donuts. Warte mal. Ja, die sind kleiner, das stimmt. Und die sind aber auch instant weg. Mhm. Es kommt gerade dieser appetitliche Katzenfuttergeruch rüber, weil Sammy gerade Katzenfutter frisst. Mmh. Da könnte ich 2 Kilo von essen. Nein. Donuts? Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Hast du schon 3 gegessen? Sofort. Ganz schön wack. Ja, ja Peter, ist ein Drittel schon rum. Wir waren noch mal vor der Challenge. Ah, 10 Stück, die schaffen wir locker. Hm. Habe ich echt gedacht, schaffe ich niemals im Leben. Jetzt schon. Als ob du jetzt schon aufgibst. Echt? Wir wollten Bonjour challengen.
Okay, 6700 Kalorien. Die sind aber auch echt groß. Ja, 6700 Kalorien finde ich schon. In der Mitte sieht kleiner aus. Ach, nimm den. Ja, die wirklich kleiner aus. Aber also, guck mal, wenn du da drauf haust, dann sieht ja auch den kleiner an. Aus. Das stimmt, der ist definitiv größer. Ja. Aber der hat ja auch mehr Loch. Vielleicht ist der auch platter. Guck mal, der hat wenig, ganz wenig Loch nur. Echt so. Aber da passt sogar deiner rein. Wie viele Donuts kannst du auf deinen irrigierten Dödel spannen? Das können wir auch mal machen. Wenn du die danach isst? Nein. Also manche Leute funktionieren Donuts als Sexspielzeug um. Ja. Bestimmt. Cockring. Gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Bestimmt ist einer dabei, der so einen Scheiß macht. Mit Sicherheit. Wenn du mal jetzt stell dir mal vor deine Zunge und mach damit mal die Zunge durch die Kamera. Die sind voll weich, du kannst dich richtig... Oh. Okay, also da ist der Gewalttätige. Ja, schon wieder alles zerstört. Ich bin aber noch lange nicht an den Punkt angekommen, zumindest bis jetzt, da ich mich nicht mehr auf den Berliner freue. What the fuck? Peter ist schon vor Game Over. Ich will die 10,5 alleine schon schaffen und danach nur den Berliner essen. Okay. Das ist beeindruckend. Na, gucken wir mal. Wir sind jetzt erst bei 4. Mhm. Was aber haben wir schon noch? Über ein Drittel. Ja, Gyros essen, habe ich gehört. Essen, Dickmann genau, essen. Dickmann Wettessen machen wir gleich noch als Video. Ich habe 2,5 Stunden gewählt, ich Gyros essen. Ich habe auch Hunger. Also wenn ihr die 3400 Kalorien weggebuttert habt, dann gibt's Gyros. Wenn ihr das immer sagt. Ja, aber tun wir ja wirklich, laut Plan. Ja. Ja. Deswegen freue ich mich da wirklich drauf. Das ist euer so, der hält euch am Leben. Das wissen wir, ja. Ja. Andi, irgendwas muss es antreiben. Ich habe auch echt Bock auf Gyros gerade. Da kam aber jetzt schon eine Frau raus, die wollte schon zum Gyros machen, aber dann kam die ganze Enttäuschung wieder zurück. Ist zu! Ja, wie vielte ist das? Vierte, glaube ich, oder fünfte. Bei mir ist das fünfte. Du schon mitzählen. Ja, dann vierte wahrscheinlich. 9. Schon jetzt 12 sind da drin. Ihr habt das jetzt 9 gegessen. Ja, dann ist das mein Vierter und sein Fünfter. Postdeck auch auf Döner? Oder auf Gyros? Ich hab echt Hunger. Ich hab richtig Bock auf Gyros. Ja, ja, boah, es ist so schön, einfach mal nur zu labern. Und nicht diese Qual zu haben. Ja, aber ich bin so ein kleines Ferkel-Ding. Per. Ist auch nur klein. Denk daran. Ham. Wie die Kaki. Ham. Was? Wie die Kaki. Die Kaki. Los aber. Ham. Ja. Schon wieder vergessen. Peter. Dann gibt's jetzt auf. Peter gibt's ja wohl nicht jetzt schon auf. Folgendes wird passieren. Peter guckt gerade. Denkt sich, okay, ein kämpfe ich noch. Wird den Anfang zu essen, vielleicht macht er noch Zucker drauf und sagt, dann wird er gut schmeckt und bei der Hälfte sagt er, nee. Ich glaube, ich fange gar keinen mehr an, ehrlich gesagt. Das war so erst deine Taktik, oder? Gibst du jetzt nach 5 Donuts schon? Weil es zählt ja eh nur Ganze, was soll ich mich da abquälen mit noch einem? Nee, wir können auch auf Prozentual jetzt auf einmal. Ne? Wir können das auch auf Kilokalorien runtergerechnet. Jeder wiegt irgendwie 80 Gramm. Wir machen 100, wir haben hier eine Waage, da steht sie, easy. Nee. Komm, ich besorg dir nochmal eine Salami. Dann isst du die mit Salami. Oh, ja, ich glaube, da kriegst du einen anderen Geschmack. Ja, mit Salami will ich probieren. Hol mal Salami. Ich hole dir eine Salami. Ja, ich weiß doch nicht, ich gehe doch nicht an deinen Kühlschrank und hole dich Salami. Warum nicht? Ich biete dir schon dein Essen an, also. Und auch wieder. Na, war das denn nochmal? War das nicht damals Hadi, der gekotzt hat deswegen? Hat der nicht Milchbrötchen gegessen und dann in den Busch gekotzt? Als wir damals auf diesem Campingplatz waren, da hat er doch sich Milchbrötchen und Milchbrötchen reingepfiffen. Und irgendwann hat er doch dann davon gekotzt. Adios. Richtig. Alter, was sagt jetzt der Umgedrehte? Das ist mega, das ist Salami mit Donut, Peter. Das ist Pelmini nur andersrum. Pelmini a la Peter, ey. Das ging jetzt noch, ja? Boah, ich sag, das gibt ihn jetzt entweder nicht. Was sag ich? Das geht noch, aber ein Stück Donut nicht. Aber einfach Salami eingewickelt. Wir müssen doch. Ja, nur Geschmack. Nochmal 5,5. Ich glaube, die letzten, also den hier mache ich noch locker weg, aber ich glaube, die letzten beiden werden schlimm. So, und Christian macht noch die beiden und die quasi beiden, da. Ich verstehe ja nicht, wie Christian das macht. Ich verstehe es nicht. Die letzten beiden werden reinstopfen. Hey, du kannst noch reden, das heißt, du hast noch genug Luft, ja, das heißt, du hast auch noch. Langsam ist auch der Punkt da, wo ich mir denke, boah, Berliner. Du konntest nach deinen Challenges auch immer reden. Ich habe ja auch meine Challenges fast immer geschafft. Ja. Guck mal, hier essen wir eigentlich heute noch irgendwas aufnahmetechnisch. Nee, morgen ist die Gurke. Ah, dann. Nee. Wäre jetzt doof gewesen, wenn wir heute noch kochen. Nur wenn ihr wollt. Nee. Ja. Das ist blutet. Könnt ihr 2 Kilogramm saure Gurken essen. Oh, mein Magen macht schon. Oh, was war das denn, ey? Ich dachte, das wäre der Flieger, der da draußen ankommt. Aber oh, das war ich. Ich glaube, Peter muss gleich mal aufs Klo.
Ja, oder stimmt, wenn, geht bei dir auch schnell. Ja, theoretisch schon, aber ich wahrscheinlich. Aber der kann jetzt schon nachschieben. Deswegen gleich, hast guckt du der, gleich guckt der Stift raus, da geht einfach mal los. Sagen, das ist so ein mega Vorteil. Da heißt Peter gleich deswegen kurz hat Klo. Peter ja immer quasi so ein Wettessen, weil er muss ja oben reinstopfen, bevor er unten wieder rausgeht. Weil sonst ist er ja während stimmt, des ja. Essens muss er unterbrechen. Ja, so ein Pirater ist immer stressig. Ich möchte einen Döner einen Berliner haben. Jeder ist wie so ein Kaninchen. Kaninchen müssen auch sein. Ich hab voll Bock, ich hab mega Hunger. Aber es ist Georgs nicht der. Kaninchen müssen immer fressen. Kapitel auch. Das ist das ja schön. Ey, das war eigentlich ein Team-Ding, ob wir das zusammen schaffen. Ja, schaffen wir nicht. Peter lässt sich einfach nach der Hälfte der Strecke liegen. So ein Teamplayer bist du, oder was? Du kannst ja aber ein bisschen an dem Punkt waren wir schon bei dem zweiten Donut. Aber 12 hätte ich easy gemacht. Ich meine, du hast 2 gemacht, Christian. 12 zusammen hätten wir easy gemacht, ja. Eierlikör ist richtig geil. Da muss ich aber immer, wenn ich an Eierlikör, wenn ich Eierlikör sehe, muss ich immer an. Weißt du, Christian, gerade beherzt diese Box und Peter. Tag der 10. Oh, Christian macht das wirklich. Ich habe mal ein bisschen meinen Mund. Wie hieß ja, hey, ne? Wir stressen dich nicht. Ich von Werner, Röhrig und Frau Röhrig? Kuschinski. Frau Hansen. Nee, Frau Hansen. Frau Hansen. Frau Hansen, die ganze Zeit immer Eierlikörchen getrunken hat. Das war schön. Kann ich mir auch mal wieder geben. Schon mal geguckt. Das Problem bei dem Film waren immer die, die Real-Life-Szenen, die waren so semi-lustig. Ja, die waren das wirklich stimmt. So semi-geil. Stimmt. Wo dann auch immer der Autor dann unbedingt da sein musste. Dann haben die auch den zweiten Teil fein sein gelassen. Martin, Andi und Donald? Ich probiere dann gerne die 30 Sekunden. Echt? Ja, ich kann Sachen, trockene Sachen gut schnell essen. Ja, Peter, steh mal, mach mal Platz hier für Hey, Mann, ich übernehme mal die Kamera. Ja, ey. Ich habe aber keinen Ton. Player 3 entered the game. Du brauchst keinen wie viel musst du essen? Warte mal, wie viel musst du noch essen? Okay. Ich muss noch den halben. Martin, du musst schlucken, du musst nicht reden. Den halben. Okay, Martin, 5 Donuts in 3 Minuten. Try it. Nein, er hat gesagt, ein Donut. Gib mir mal den Rest, Christian. Ja, und dann machen wir raus, 5 Donuts in 30 Minuten. Und eine Salami, bitte. Mehr dürft ihr jetzt nicht essen, weil wir brauchen die 5 für Martin. Moment. Also könnt ihr das kurz nochmal erklären? Okay, ja. Martin möchte jetzt, weil er kann trockene Sachen sehr schnell essen. Mittlerweile ist mein Mund auch mega trocken. Du hast jetzt 30 Sekunden für einen Donut, oder was? Ja. Das ist nicht so einfach, weil große Bissen sind ein großer Fehler, weil dann ist der Mund voll. Kleine Bissen dauern sehr lange, deswegen bin ich auf deine Technik sehr gespannt. Du nimmst die Zeit? Mhm. Okay. Okay, ja. Moment. Ab erst mal reinbeißen. Achso, ja, kannst du auf den Teller. Ab erst mal reinbeißen. Den Teller kann ich schon legen. Kannst du deine Hand nehmen. Ja, aber erst mal reinbeißen. Darf ich auch schon ja, zerbrechen? Ja, ab reinbeißen. Ab reinbeißen. Okay, dann teile ich mir die einfach mal so. Okay. Ja, das ist okay. Ja? Okay, sag einfach wann. Ja, dann 3, 2, 1, go. Guck mal, ist schon ein Viertel weg. 5 Sekunden. What? Nochmal 5 Sekunden. Noch 20 Sekunden. 10 Sekunden den halben, ja, nicht ganz. 15 Sekunden in Hälfte. Jetzt muss ich schon nicht zugucken. Das könnte klappen. 10. Das wird eng, 9, aber. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Versagt. Ja! Oh! Das war Alter, alles war. Noch ein Versuch? Holy shit. Noch ein Versuch? Wenn ich einen Schluck trinken kann, würde ich. Ja, noch sicher, Martin. Hier, easy. Nimm einfach. Trink einfach, da sehe ich uns doch. So, ihr könnt jetzt auch wetten und mit der Spelling eingeblendet. Auf feeds.de/bets. In die Kommentare, wer denkt, dass ich es schaffe. Aber nur in Schleswig-Holstein, ne? Hier, ne? Jetzt hast du ja schon Erfahrung. Mhm. Genau, jetzt hast du ja. Mit Salami davor? Alter, mit Salami ist voll geil. Mhm. Tu das nicht. Ich denke, ich werde jetzt das noch, wie gleich ja. So 4 Bissen Strategie machen. Okay. 4 Bissen Strategie ist spannend. 3 Sekunden, ja. Der ist schwerer. So, dann werde ich mir das aber direkt vorbereiten. Kannst du dir die nicht? Mach dir doch. Nee, das ist schwerer. Okay. Ja, wir haben ja noch 3 zum Testen. So. Ja, dann müssen wir kleiner teilen. Nee. Salami, Zucker dazu. Nee, alles fein. Okay, dann 3, 2, 1, go. 25. Alter. Nicht lachen. 20.
Also Martin 15. 10. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Oh! Oh nice! Alter, Martin! Über eine Sekunde noch übrig. Ich hab nämlich euch gesehen, wie ihr die Toastsachen hier gegessen habt beim letzten Mal. Ja. Und dann habe ich das selber probiert. Ja. Und ich habe das geschafft und ich dachte mir, okay, was kann ich noch so essen jetzt? Alter, also, ich so das Mehl genommen. Und dann habe ich angefangen. Ja. Einfach so 100 stark. Gramm Mehl reingeschaufelt. Oh ja, es funktioniert sehr gut. Also, ich sag mal so, da sind jetzt noch drei Stück. Kannst du Peter noch mal kurz in den Schatten stellen? Ja, ja, stimmt. Wie viel hat Peter gegessen? Fünf und ein Viertel. Dann nimmst du noch einen Berliner dazu, da hast du Peter überholt. Ich überlege jetzt gerade. Also den halben Weg schaffst du die alle in 30 Sekunden jeweils? Geil. Meine Uhr sagt gerade, Zeit sich zu bewegen. Nee. Also wenn wir Bonsch mal wirklich... Also für eine Minute 30 jetzt für die drei noch. Ja gut, aber die Challenge, ja genau, die Challenge ist ja am Stück. Ja. Direkt hintereinander das, ballern. Das, auf das, Dauer, das schaffst du nicht. Gut, aber es ist der Weltrekord. Man könnte ja quasi theoretisch brechen. Ja, ist auch der eigene. Peter, das ist aber kacke, wenn dein Mitarbeiter dann auf einmal hier während der Aufnahme den Löffel abgibt. Deswegen kann er ja Pause dazwischen. Das ist mit dem Löffel abgeben, genau. Ja, ist ja einer. Aber nicht der Weltrekordhalter. Also ich kriege das mittlerweile nicht mehr geschluckt. Mein Mund ist so trocken, ich kann nicht mehr schlucken. Ja, das glaube ich auch. Also, hast du Bock, Martin? Die Challenge würde ich mir schon. Okay, 30 Sekunden. Boah, 3 Sekunden, das ist hart. Also, du kannst das auch ohne Schlingen machen. Wie der die ersten beiden weggesnackt hat, ist einfach unfassbar. Für unser Donut-Wettessen gegen Bonjour, wenn das jemals stattfinden wird, werden wir Peter auf jeden Fall auf die Tribüne schicken. Ja, definitiv. Das heißt Tonmann oder so. Ich habe gesagt, dass ich nicht viel und nicht schnell essen kann. Aber den ersten habe ich ja schon verkackt. Eigentlich ist ja schon so von der Zeit her. Das ist einfach jetzt 1,30 noch für 3. Boah. Alter. Ne, was hättest du noch gerne? Vielleicht werden wir uns ja einig. Ich lege noch ein Hähnchen drauf. Ja, Gyros-Teller wäre schon geil. Gyros-Teller wäre schon geil. Ja, das ist halt die Frage, weil ich habe auch mega Bock auf den Gyros-Teller die ganze Zeit hier beim Film gehabt. Ja. Ja. Aber siehst du mal aus deinen eigenen Reihen hier. Martin, ganz ehrlich, auch wenn du die da gegessen hast, kriegst du den trotzdem. Ja, ich weiß. Aber, aber ob ich dann so richtig Bock noch drauf habe. Klar. Du bist ein echter Mann. Okay. Okay, ich try das. Sehr gut, okay, 1,30. Aber ich bereite das mir kurz vor. Du darfst dich vorbereiten. Ja, klar, bereite dich vor. Also 1,30? Dann mach dir den Stöpselchen da ab. Ja, genau, ich trinke dazwischen ein bisschen was. Alter. Das hat ihm bestimmt 2-3 Sekunden gekostet. Ja, ja. Er hatte nämlich kurz überlegt. Oh. Ja, weil ich gemerkt habe, so die ersten zwei Stück sind cool. Aber dann. Das zweite Jamit, mach vorher den Stöpselchen ab. Dann brauche ich so. Das ist doch logisch, oder? Dann brauche ich mal so ein. Ja. Guck mal, Peter, ja. Das ist die Portion, die du gerade in deinem Magen hast. Kurzer Status bei Christian. Wie sieht es bei dir aus? Das ist gar nicht so viel. Ich habe 10 geschafft. Christian hat 10 geschafft? Ja. Nein! Oh Mann, ich habe noch gehabt. Salami? Nein. 10,5. Das ist Anlenken die Hälfte, für Zucker. Oder? 10. Ich kann mittlerweile nicht mehr schlucken. Mein Mund ist so trocken. Ich baue da 5 Minuten drauf rum. Jawohl. Nimm Wasser. Ja. Ich glaube, der Körper, der sagt einfach nein. Ich produziere keine Spucke mehr. Deine Kotzen muss da rein, ja? Ja. Ist das jetzt der halbe für die 10? Das ist der halbe. Okay, krass. Du bist all ready? Ja. Sicher? Ich denke. Okay. Du sagst einfach go. Ich bin einfach drauf, wenn du anfängst zu essen. Mach mal okay. So. Okay. Ich kann mir so ein bisschen die kleinen und die großen Stücke nehmen. Das ist ein kleines Stück. Bereite dich ruhig vor. Könntest du auch noch einen Freddy Ferkel haben? Nee, danke. So, ich denke, ich bin ready. So, dann. Du drückst auf Stopp, wenn ich reinpasse. Ja. Okay. Ich mach auch alle 30 für den Haufen? Ja, das ist doch 30, verrückt. Das ist 30 Sekunden pro Stück. Nein, wir machen einfach gucken. Einfach mal. Wir haben jetzt. Gib nur Zeit neu. 15 Sekunden. Vergangen. Ein Donut weg. Man müsste eigentlich Peters Gesicht sehen, das ist viel besser. Peter. Eine Minute noch. Peter staunt gerade Donuts in seinen Augen. Sekunden.
45 Sekunden. Das schafft er sogar. Das ist sick. 20 Sekunden. Das ist sick. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh mein Gott! What the fuck einfach nur! Alter. What the fuck einfach nur! Holy shit! Das ist so krass! Oh mein Gott, ich bin so eine Pussy. Das ist so krass, was in 1,30 ballert der war eben. Ich nicht mehr freuen. Mir ist einfach also Respekt dafür, ein bisschen schlecht. Und Christian hat in anderthalb Minuten dann noch den letzten. Alter! Sich willst du ein Berliner? Nee, ich freue mich dann eher auf den Gyros. Ey, Mann! Ja. Christian hat's auch gemacht! Nein! Alter! Alter! Krass! Daraus hätten wir zwei Videos machen können. Einmal A, wie Martin den Weltrekord theoretisch bricht. Ja. Gerade getan. Und Christian haut sich 10,5 Donuts raus. Und noch ein drittes Video, Peter versagt auf ganzer Linie. Ich war kein Essstück. Sorry, falls jemand hier einen Donut wollte. Oh Mann, ey. Sorry, ich wollte keinen Donut. Okay. Wie viele Jakobsmuscheln kannst du essen? Keine Ahnung. Das war wie viel Äpfel und Erd kannst du essen? Wie viel Leber? Da sehe ich dich, Peter. Ja. Lecker, aber kann ich trotzdem. Wie viel Blutwurst kannst du essen? Wie viel Obstler kannst du essen? Wie viel Kalbsnieren? Wenn ich jetzt aber noch überlege. Ich wollte gerade sagen, Bier. Wie heißt nochmal diese kleinen alkoholischen Getränke? Obstschnäpsle? Obstschnaps? Ach so, Obstschnaps. Nee, du meinst die Williamsbier oder was? Ja, genau, sowas in der Richtung, ja. Wie viele kannst du davon trinken? Ein. Ja, aber ich trinke mal einen. Ja, aber vielleicht schaffst du auch 20. Lass uns mal hier über die Erfolge. Ah, ja, mega krass. Also Martin und Christian haben einfach gezeigt, wie man krass Donuts macht. Ja, muss man den Mund leer machen oder kriegen wir einen. Heftig. Das ist puh. Ich wollte meine Strategie wissen. Nicht ja. denken, einfach schlagen. Nee, einfach das Viertel quasi einmal teilen. Einmal atmen. Einmal teilen, ringsrum anspeichern und dann runterschlucken. Das kann ich gar nicht. Das zusammen, ich nicht. Zusammendrücken, runterschlucken dann. Und dann, und dann einfach hinterher. Ich hätte schon Probleme, weißt du, wenn du irgendwie so Tabletten nehmen musst mit Wasser schlucken. Ja, so. Da habe ich schon Probleme. Bei der Aspirin teile ich immer in die Hälfte. Echt? Ja, ja, da ist schon so. Ich krieg schon so Tabletten kriege ich schon selber nicht runter. Da würde ich halt so ein eingespeicheltes Riesendonutstück gar nicht runter. Deswegen habe ich irgendwann damit angefangen, nur noch halbe Aspirin zu nehmen. Deswegen. Wenn ich Kopfschmerzen habe. Wenn ich jemals in den Dschungel gehen würde, hätte ich, glaube ich, keine Chance bei diesen Fress-Challenges, weil du innerhalb von einer Dreiviertelminute oder so was dann immer 10 Kilo essen musst. Ja, also wie gesagt, Tabletten kann ich auch einfach so. Keine Christian hat jetzt auch runtergeschluckt, oder was? Christian 10,5 geschafft. So, und jetzt kommt es. Bleib jetzt aber dran fürs nächste Video. Und zwar beobachten Christian eine Stunde lang, aber kostenlos. Nee, dann nicht, aber also so zumindest so ausgestreckt sitzen bleiben wäre schon ganz schön. So, und wir gehen jetzt zum Hähnchen-Hannes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Zeit, bis der Dönermann ist, ist eine Stunde 46 nur noch. Wunderbar. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.